Wir laden Sie ein am 10. Juli zu einem Webinar der besonderen Art. Und zwar reden wir nicht über Gen Y, wir reden mit Gen Y und wir reden mit Firmen, die ihre Produkte vorstellen, die von Menschen der Generation Y und Millennials produziert werden für die Arbeitswelt von morgen. Ja, aber auch die Generation Y kommt nicht so kurz. Mit Anna Grams und Fabian Rockelsberg haben wir zwei Studenten, die noch in der Ausbildung sind, aber an der Hochschule Rhein-Waal gerade eine studentische Unternehmensberatung gegründet haben und die Welt mit ihren Augen sehen. Eine spannende Diskussion. Wir haben Beiträge von CES, von Chris Bergeon, der mit seinem jungen Team eine Feedback-Kultur und eine App dazu entwickelt hat, die mehrere Preise schon abgeräumt hat. Und wir haben Florian Walzer dabei von REC Systems in Hamburg, dessen Unternehmen schon viermal bei den schnellst wachsenden Unternehmen in Deutschland war und jetzt ganz aktuell einen Preis der Top 100 Innovatoren des Mittelstands gewonnen hat. Ja, und was Sie alle zu sagen haben, das erfahren Sie am 10. Juli. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme, die kostenfrei ist und wie gesagt, eine aktive Diskussion. Und jetzt möchte ich ein paar Einspieler machen zu den Beiträgen, die Sie erwarten. Bis dahin und ich freue mich auf Ihre Teilnahme. Ihr Dirk Linn von Permanent Consulting und den Partnern. Veränderungen kann man nicht aufhalten, aber man kann sie mitgestalten. Man muss Brücken bauen zwischen der jungen Generation und der etablierten. Dabei ist es ganz wichtig, up-to-date zu bleiben, um auf dem Arbeitsmarkt bestehen zu bleiben. Und wir sind die Rhein-Waal Studentische Unternehmensberatung und wollen Ihnen für einen unvermeidbaren Kurswechsel einen Perspektivwechsel schaffen. Und verabschieden uns jetzt für den Moment und sehen uns dann am 10.07. wieder. Digitalisierung ist in aller Munde und im Fokus unserer Bundesregierung. Doch was bedeutet das für Personalabteilungen? Wie wirkt sich Digitalisierung auf die Prozesse und damit aufs gesamte Unternehmen aus? Was bedeutet das für Themen, die Personalabteilungen heute beschäftigen? Geht es vielleicht so weit, dass wir Personalabteilungen, so wie wir sie heute kennen, in Zukunft gar nicht mehr benötigen? Solche Fragen möchte ich mit Ihnen diskutieren und freue mich auf Ihre Teilnahme beim Webinar am 10. Juli. Bis bald. Hello everyone, I'm Chris, the CEO and co-founder of ZestMeUp. I would be more than happy to talk to you about how to better manage Generation Y in our coming webinar. See you soon, bye.